Willkommen zurück, willkommen bei Subnautica Below Zero, der Angespielt-Reihe zum neuen Subnautica. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Teil, aber es ist, soll ja so eine Art Add-on sein. Es führt die Story weiter, die wir im ersten Teil quasi gespielt haben. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Auch hier gibt es natürlich wieder eine Umfrage. Oben rechts in der Ecke habt ihr das I für Infokarte. Und könnt dieses Mal abstimmen, wie ihr die Atmosphäre so findet. Findet ihr es genauso dicht gepackt und gut wie beispielsweise in diesem Ur-Subnautica auch, wo man sich alleine aufgemacht hat, auf dieser Welt irgendwie zu überleben und völlig auf sich gestellt war? Hier ist die Story ja ein bisschen anders gestrickt. Ja? Hier ist es ja so, dass man nicht ganz alleine ist. Da oben kreist noch ein bisschen was von der Menschheit umher. Man hat ein wenig Unterstützung. Dadurch kommt dieses Gefühl dieser kompletten Einsamkeit und der ewigen Gefahr vielleicht nicht ganz so sehr auf. Andererseits schafft dieser Planet mit seiner eisigen Umgebung natürlich auch wieder eine ganz eigene Atmosphäre, die ziemlich cool ist. Bin gespannt auf eure Meinung. Oben rechts in der Ecke I für Infokarte. Draufklicken, abstimmen. Und am Ende der Angespielt-Reihe haben wir dann ein gemeinsames Bild vom Spiel und eine Wertung quasi. Eine des Ersteindrucks wohlgemerkt. So, wo muss ich zurück? Da muss ich hin zurück. Ihr seht, ich habe gerade gescannt, während ich ein bisschen erzählt habe. Das habe ich jetzt fleißig gemacht, gerade kurz im Offscreen, habe die Teile, die hier rumliegen, gescannt. Und jetzt haben wir gerade einmal diese Gravity Trap. Hat der nach mir geschnappt? Die habe ich auch schon gescannt, die schauen wir uns gleich mal an. Die Gravity Trap haben wir jetzt zum einen und zum anderen haben wir diesen Siegleiter. Moment. Kälter, kann ich scannen. Boah, Gott, ne? Machen wir das. Weiß ich auch endlich, was ich da hab. Wie, damit kann ich bauen? Da schauen wir uns jetzt mal an. Also, Seaglight bräuchte recht wenig Zeug. Nur eine Batterie, Copperwire, Lubrikant, das können wir uns gleich bauen, das Ding, das ist gut. Und dann könnte man da nämlich, huch, jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen, ich hoffe, es war nicht zu laut. Und dann könnte man damit in vielleicht tiefere Gewässer vordringen und ein bisschen Silber holen, was wir ja für diesen besseren Sauerstofftank brauchen. So, und die Gravity Trap, to attract light objects and small creatures, okay. Da können wir also dann Kreaturen mit Fangen mehr oder weniger erstmal zurückhalten. Ja, ob das jetzt so viel Sinn macht, weiß ich noch nicht. Bladderfisch, den werden wir gleich zu Wasser machen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz in die Datenbank. Flora, da haben wir die Creepvines, die habe ich gescannt. Reich an Eisen. Fabricated Textiles, das wäre das Basic Food Stuff. Ja, man kann die auch futtern, wenn man Not am Mann ist sozusagen. Und dann haben wir tatsächlich Karnivoren, diese Tierchen hier. Pinacarid. Intelligent and curious creature with chance and forages below the waterline but returns to the surface to breathe. Sind das die? Nee, das sind ja nicht die oben, die Pinguine. Nee, das sind sie nicht. Eat small fish, maybe hand fed, shows taming potential. Moment. Hey du. Ja? Hat mir den Fisch jetzt ehrlich gesagt einfach aus der Hand geschnappt? Moment. Will dem nochmal. Ich fange mal ein paar mehr Fische. Ups. 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 New creature discovered. Eieiei. Ach, das ist ein anderer gewesen. Sehe ich jetzt gerade erst. Okay, komm mal her. Was seid ihr denn? Hier. Oxygen. Guck, der musste auch kurz atmen. Da. Hier, du? Hey, du. Hey. Ups, weg ist er. Mit einem Haps sind sie im Mund. Und jetzt? Ups.
einem Haps sind sie im Mund. Werden die irgendwie irgendwann zutraulicher oder wie? Ich verhungere hier gleich, aber Hauptsache, ich fütter hier die Fische. Oder Pingus oder... Na? So, und jetzt? Bist du irgendwann mal... Machst du auch mal was für mich? Mein niedliches Sinne, ja, aber... Passiert nichts. Ah. Nehme ich mir auch noch mal ein bisschen was mit. Brauchen wir ja gleich was. So, das ist nur so ein... So. Okay. Der ist mir. Der ist gleich sauer, weil ich ihm den Fisch vor der Nase weggeschnappt habe. Sehe ja schon kommen. Okay, also da habe ich entweder was nicht geschnallt. Also gefüttert habe ich sie bekommen. Aber sie waren jetzt nicht wirklich irgendwie, dass ich das Gefühl hätte, dass die jetzt irgendwie, was weiß ich, dass er jetzt hinter mir her schwimmt oder sowas wenigstens. Weißt du? Oder dass er mir irgendwas bringt, was von Wert wäre oder, ne, fortan meine Wache hier darstellt. Hm. So. Wir brauchen erstmal so ein Eieiei. Ein Eieiei. Dann machen wir uns noch einen Hup-Hup. Und wir machen uns noch ein bisschen Wasser. Und nein, ich bin nicht verrückt. So. Dann machen wir... Och, da ist ja noch mehr. Und dann machen wir uns auf die Suche nach noch hier Batteriezeug. Diese komischen Pflanzen. So, also hup, hup, das da. Ein Schluck Wasser, noch ein Schluck Wasser. So, jetzt sind wir eigentlich wieder ganz gut gefüllt. Sollte auch unser Leben wieder bergauf gehen. Es kann nur noch bergauf gehen. Und dann würde ich sagen... Moment, ganz kurz, nur schauen. Also hier dieser, das war das. Ja, da brauchen wir Silber. Und ansonsten... Wo ist das Ding? Wo ist der Gerät? Ich suche gerade der Gerät nochmal. Ach, da ist das. Lubrikant. Das heißt, wir brauchen auch von den... Creepvines nochmal diese Pflanzenbüschel, diese Samenbüschel. Das wollte ich nochmal wissen. Okay. Mal gucken, wo wir die finden. Also. Die Samenbüschel. Weiß immer noch nicht, was da nach mir geschnappt hat. Ne, ich habe ja diesen Schaden bekommen in der letzten Folge. Und ich habe wirklich keine Ahnung, was das war. Ob das am Ende die ich hier gerade versucht habe zu zähmen, dass die irgendwie mehr oder weniger aus Versehen an mir geschnappt haben. Ich glaube, bei dem ersten Mal, wo ich Schaden bekommen habe, waren die gar nicht gegenwärtig. Da unten liegen noch diese Sachen, das sind noch alles diese Traps. Wenn ich die jetzt kenne, kriege ich allerdings nur Ressourcen. Titan und Co. Das führt mich nur zu einer Lagerknappheit. Insofern lassen wir das. Jetzt brauchen wir erstmal diese wunderschönen Energiebündel. Da. Das sieht gut aus. Rechts ist auch nochmal. Oh, hier ist viel überhaupt. Das ist gut. Ups. Ups. Ah, Moment. Sollten wir auch mal scannen. Ne? Sauerstoff. Passt. Mitnehmen. Noch eine. Da ist noch eine. Ich hoffe irgendwie inständig, dass die nachwachsen, ne? Wir brauchen immer 2, 1, 2, 3, 4, 5. Eine bräuchte ich noch, dann könnte ich wieder 3 Batterien herstellen. Sonst haben wir wieder so eine unnötig auf Lager. Oh, zum Glück habe ich einen Dickschädel. So. Also immer in diesen Höhlen gucken. Wenn irgendwo so kleine Vertiefungen, Schrägstrich Höhlen sind, aber nochmal. Ist da nicht noch weiter rein? Nee, da ging es nur wieder raus. Okay. Oh, ich frage mich. Oh, hier wird es grün. Warum wird es hier grün? Ich frage mich gerade, ob wir hier nicht... Hm, das könnte Silber sein.
Uiuiui, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Aber hier könnten wir schon in einer Region sein. Boah, ich muss... Okay. 30 Sekunden. Boah, da, ja, okay, da kommt aber wieder dieses Gefühl. Ja, Stichwort Atmosphäre. Da kommt es wieder, dieses beklemmende, bedrückende Gefühl. Das ist böse. Was braucht man für diesen... Achso, da braucht man das Silber für diesen O2-Tank. Das heißt, das Einzige, was mir helfen könnte, wäre eventuell, wenn wir den Siegleit hätten, dass ich schneller an die Oberfläche komme. Mal schauen, ob wir hier vielleicht was anderes rauskriegen. Nee, das sieht, das ist alles der Limestone. Hier, da. Da kam jetzt auch irgendwas anderes raus, aber... Silber! Yes! Müssen wir gleich mal gucken gehen. Müssen wir gleich mal gucken gehen, wie viel Silber wir brauchten für diesen Tank. Ob eins reicht. Liegt noch alles neu, ich war hier noch gar nicht mal. Ein Silber reicht. Zweimal Glas haben wir, Standard O2-Tank haben wir, Titanium. Wunderbar, zurück. Zurück, das heißt, wir können den Siegleit samt... verbesserten Sauerstofftank bauen. Man muss echt sagen, wenn man jetzt dieses Vorwissen hat aus Subnautica, aus dem Hauptspiel, dann geht der Fortschritt hier, glaube ich, wirklich verdammt schnell. Wenn man das jetzt erstmal alles rausfinden muss, wie komme ich jetzt an Silber, wie tief muss ich tauchen, also überhaupt, dass die Ressourcen auf unterschiedlichen Tiefen sind, dass es hier diese Pflanzen gibt, da mit den Samenbüscheln, aus denen man dann das Silikon herstellt. Wenn man das alles nach und nach sich erst erarbeiten muss, dann dauert das natürlich relativ lang und die schnappen wirklich, glaube ich, ab und an. Dann dauert das relativ lang und man kommt halt nicht so schnell voran, aber ich glaube, das hier ist jetzt gerade schon, vor allem für meine Verhältnisse, ja, ziemlicher Progress, muss ich sagen. So, pass auf. Also, damit wir jetzt keinen Scheiß machen, erstmal brauchen wir das Lubrikant. So, das haben wir schon mal. Dann müssen wir mal kurz gucken. Equipment, einmal Glas, den Standard O2. Kann man den wieder ausziehen? Ja, ne? Wupp, den haben wir dann im Inventar. Dann brauchen wir ein bisschen Glas. Ich glaube, zweimal, ne? Zack. Oh, da oben ist schon wieder Scheißwetter. High Capacity O2 Tank. Wunderbar, geil. Haben wir den. Sehr gut. So, und jetzt schauen wir mal für dieses Gerät. Brauchen wir jetzt noch Copper Wire? Kriegen wir hin Batterie? Kriegen wir hin Titan? Haben wir. Okay, also dann. Batterie müsste sogar out of the box gehen. Batterie. Für den Kupferdraht brauchen wir zweimal Kupfer. Ich habe auch gehört, was heißt gehört? Ich hab auch das Gefühl, dass die hier die Ressourcenmenge am Startpunkt im Vergleich zu Subnautica stark erhöht haben. Jetzt noch ein bisschen Titan aus der Tasche. Also ich bin ja wirklich hier nur in diesem kleinen Radius um meinen Startpunkt hier rumgeschwommen. Und hab das Gefühl hier, ne, ich ertrinke in Ressourcen. So, haben wir also auch. So ein bisschen kommt es mir daher vor, als wäre der Schwierigkeitsgrad gesenkt. So, das ist jetzt unten. Das machen wir mal rüber, damit ich meine alte Sortierung wieder habe. Wie ich so ein bisschen auskenne. Mich mit, sonst klicke ich immer falsch. Jetzt haben wir hier noch Creepvine Clusters. H2O plus 10. Ach, guck mal, das ist neu. Cold Resistance 60 Seconds. Das wird vermutlich noch verdammt interessant. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich die nicht alle umbaue, aber ich glaube, dann tun wir die mal lieber zumindest teilweise da rein. Während wir das hier jetzt noch umbauen in wenigstens eine weitere Batterie, die brauchen wir auf jeden Fall. Oh, nee, Moment, was fehlt? Wo habe ich keinen Kupfer in der Tasche? Ach, das ist Gold. Ah. Batterie brauchen wir auf jeden Fall zum Nachstopfen, wenn der Seaglide aus ist.
Und ein Batterieaufladegerät brauchen wir auch irgendwann mal, ne? Das können wir noch nicht wirklich bauen. So, Boje nehmen wir mit. Die Batterie nehmen wir dann auch noch mit. Dann lagern wir das ein. Fahren wir jetzt auch nicht mehr so viel. Den lagern wir auch noch ein. Dann sind wir da schon mal safe. Einen Schluck trinken wir noch. Den Bumerang essen wir. Und so füllt sich langsam Inventar und Lager. Hab jetzt aber alles. Habe ich jetzt noch irgendeinen Bauplan nicht? Fabricator. Ach so, den habe ich gescannt und damit kann ich ihn bauen. Das ist schön. Ich habe aber immer noch nicht mein Baugerät. Pass mal auf, um da aus dieser Höhle, glaube ich, wieder rauszukommen, würde ich mal so ein Pathfinder-Tool versuchen. Refine Samples holen wir uns mal. 5 Stück brauchen wir. Dann hole ich mir mal so ein Pathfinder-Tool. Vergessen wir die Richtung, wo die... Wo die Dings sind. Hier, da sind sie ja. Fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Nur mal so Interesse halber, was bringen die an Nährstoff? 3 und 1. Ja, ist also wirklich so ein Basic-Ding. Sekunden haben wir scheinbar an Sauerstoff. 135 sogar. Sehr gut. Sehr gut. So, Tools. Pathfinder-Tool. Zack. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so groß. Das ist meine einzige Angst immer. Gut. Wie funktioniert denn das? Deploys holographic Pathfinder Discs. Okay, ist wie im Standardspiel. Used to map a way back out of caves or hard to navigate spaces. Discs per path maximal 20. Na gut. Und sagen, dann paddeln wir mal mehr oder weniger los. Jetzt lass mal gucken. Hier ist fertig. Ich würde einfach mal in Richtung offene See paddeln, quasi. In der Hoffnung, dass es da ein bisschen tiefer wird und wir vielleicht die ein oder andere interessante Sache finden. Und darüber neue Rezepte. Ich hoffe halt, dass wir vielleicht bald nochmal einen Funkspruch kriegen und die sagen, hey, damit du da ein bisschen länger bleiben kannst, hier, da hast du das Rezept für ein Baugerät. Alternativ könnte es natürlich sein, dass das hier irgendwo unten am Boden rumliegt und gescannt werden kann, aber weiß nicht. Wäre irgendwie unlogisch. Wir haben... Nein. Die Arschkekse gibt's also auch noch. Ich dachte, die wären vielleicht weg. Sulfur. Achso, ich hätte es kennen können. Aber auch. Au. Unten ist eine Sauerstoffpflanze, dann kann man die mal nutzen. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. 100 Meters schon? Oh, müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Kommt nichts raus. Ich muss hoch gleich. Ja, okay, das ist ordentlich tief. Hui. Oh, ein bisschen länger oben. Wäre vielleicht nicht schlecht. I've got a lead for you. Oh. An alien sanctuary in the Twisty Bridges.
200 meters down. I need to go back to the research site. I can't let you. Why not? Boss's orders. We're trying to keep you alive. Only because salaries cost less than lawsuits. Is that cynicism making you friends down there? Sure. They're just not human. The files are on your data bank. Do as you please, just tell me what you find. And don't get me into trouble. Wir werden jetzt losgeschickt, um eine weitere Alien-Struktur zu erforschen. Fantastisch. Ich glaube, was diesen Spunkfruch ausgelöst hat. Diesen Sprungfruch ausgelöst hat. Was ist das hier? Ist wohl mein. Dass ich der Gerät hier benutzt habe. Hier liegt was Feines. Und? Das ist was anderes. Geological Data, Korallen. Die. Sieht fast so aus eigentlich wie der, wo wir uns in der letzten Folge hingeschickt wurden. Okay. Nicht doch. Okay, diesmal scannen wir. Als wäre das irgendwie eine Doppelung von diesem Quest, Ziel, mehr oder weniger. 30 Seconds. Oh, fuck it. Okay, das könnte eng werden. Nee, wird. Passt. Da unten waren sehr viele von diesen Leuchtepflanzen für Batterien. Gut, okay. Wir haben einen neuen Emergency Supply Cache. Das Ding können wir jetzt erstmal ausmachen, sonst irgendwann werden wir blind. Emergency Supply Cache ist aus. So, wir haben jetzt hier Location Data. Sanctuary Zero Location Data. Sanctuary Zero was discovered some month ago, operating on low power. All attempts to access the facility have failed. It is located in the so-called Twisty Bridges, an area dense with macroflora reaching 100 to 300 meter in depth. The fast growth of tubular organic bridges throughout the area prevents a permanent route to the facility from being established. Can be located at a depth of 200 meters and contractors are advised to use visual references to locate a viable path. Okay, wir sollten uns also diesen Pathfinding-Dings mitnehmen, das ist gut. The purpose was to store and preserve the aliens' mental states for later retrieval in case of emergency. While many individuals fled to these sanctuaries when the Kara contagion was released, most succumbed before they could reach one. Okay. Okay. Also letzter Zufluchtsort, aber bisher war noch nie irgendwie ein Alien dort angetroffen worden und es ist in der Gegend, wo diese Ranken sich hier ranken. Also kurzum, vermutlich hier. Wir machen Folgendes. Wie nennt sich diese Gegend? Wie hieß das? Twisty Bridges. Dann nennen wir das doch einfach hier erstmal so. Twisty Bridges. Da. Gut, dass ich die Dinger immer dabei habe. Hier müssen wir dann erstmal wieder später hin. So. Beacon. Beacon Name. Twisty Bridges. So. Dann findet man das hier auch immer wieder. Weg damit, her damit und den Scanner wieder runter. Wünscht mir so ein paar mehr Slots da unten. Sehr schön. Also das haben wir und guck mal, hier ist sogar auch. Das sieht doch verdammt nach Alien aus, oder nicht? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Precursor Technology.
Gain rewards for precursor technology. Okay. Ich bekomme Belohnungen dafür. Ah, das könnte natürlich sein, dass ich, wenn ich viele von diesen Dingern finde, dann vielleicht später mal... 30 seconds. Weil ich so gut bin, hier dann plötzlich gesagt bekomme, hey, du bekommst was von uns. Hier kommt mal wieder ein Loot-Drop von oben runter oder so. Das könnte natürlich sein. Okay. Also das scheint mir ein neues Element zu sein. Bin gespannt. Hier unten werden wir noch ein bisschen Zeit verbringen, schätze ich. Und diese Gegend, dieses Biom, das neue, erforschen. Cool aussehen tut's. Ist mir ein bisschen zu düster, aber das ist wahrscheinlich natürlich gewollt. Für die Atmosphäre. Und um die geht's heute in dieser Folge, in der Umfrage. Oben rechts in der Ecke habt ihr immer noch das I. Könnt immer noch teilnehmen. Und mich und andere wissen lassen, wie ihr so dieses Spiel findet. Wir finden dann am Ende hoffentlich eine gemeinsame Meinung, eine gemeinsame Bewertung des Ersteindrucks. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Subnautica Below Zero hoffentlich wieder. Viel zu entdecken gibt es. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ruckel. Macht's gut. Tschüss.